Eine Welle des Ozeans. Eine Welle ist nichts Selbstständiges. Sie ist Ozean. Der Urgrund alles Seins. Wir sind eine Inkarnation dieses Urgrundes, den wir Christen Gott nennen. Eine Manifestation, Inkarnation dieses Urgrundes. Im Gedicht zu diesem Korn heißt es, des anderen Bogen spanne nicht, des anderen Pferd besteige nicht, des anderen Fehler betratsche nicht. Wir alle dienen jenem einen. Und alle spannen wir diesen einen Bogen. Wohin wir zielen, das ist wieder unsere Sache. Und wir alle reiten dieses eine Pferd. Wir alle sind angeschlossen an diesen Ozean des göttlichen Urgrundes. Und wenn wir über einen anderen tratschen, tratschen wir über uns selber. Kaum waren wir aber der symbiotischen Einheit unserer prähominiden Vorfahren entronnen, können ich und du sagen, hat Kain seinen Bruder Abel umgebracht. Dieser Mythos hat sich entsetzlicherweise verbreitet. Ich war vor 14 Tagen noch in China. Mao hat 70 Millionen Menschen umbringen lassen. Fast so viel wie wir in Deutschland Einwohner haben. Es sind im letzten Jahrhundert haben sich mehr als 100 Millionen Menschen gegenseitig umgebracht. Wer sind wir eigentlich als Spezies? Dabei verfehlen wir uns durch diesen Egozentrismus unablässig gegen die Einheit des Universums, gegen die Grundstruktur der Evolution. Die Grundstruktur der Evolution ist Einheit, sagen die Neurologen, sagen uns die Physiker. Aus dieser Einheit kann nichts herausfallen. Wir verfehlen uns als Menschen heute, so wie wir sind, gegen die Grundstruktur der Evolution, die Liebe ist, Einheit, Verbundenheit ist. Und wenn wir uns gegen die Liebe verfehlen, verfehlen wir uns nicht nur gegen ein Gebot, wir verfehlen uns gegen die Grundstruktur des evolutionären Geschehens. Meister Eckhart kann daher sagen, in der Liebe, in der Gott sich selbst liebt, darin liebt er alle Kreaturen. Nicht als Kreaturen, sondern die Kreaturen als Gott. In der Liebe, in der Gott sich selbst liebt, darin liebt er alle Dinge. Und das klingt verwunderlich, meint er, dass der Mensch in solcher Weise Gott zu werden vermag in der Liebe. Es gibt nur eine Liebe. Es gibt keine Gottesliebe und Menschenliebe. Es gibt nur eine Liebe. Und wenn wir wirklich durchbrechen in diese Liebe, brechen wir durch in die Einheit auch mit diesem göttlichen Urgrund. Erkennen wir, dass ich nicht nur Welle bin, sondern dass ich auch Ozean bin. Und Liebe ist der Schlüssel zum Verständnis der Evolution. Dieser Satz ist mir sehr wichtig. Liebe ist der Schlüssel zum Verständnis der Evolution. Sie ist mehr als ein schönes Gefühl. Ohne dass das eine aus sich heraustritt und zwei und viele wird, gibt es keine Evolution. Aber mit der Evolution kam es zu einer Spaltung des einen und damit zur Unruhe. Alle Wesen spüren, dass sie nicht mehr ganz sind, und so drängt das Aufgespaltene zurück zum einen. Der Mensch spürt das Defizit der Spaltung stärker als andere Wesen. Und so muss mit der Menschspaltung, die zugleich Trennung ist, die Suche nach dem ergänzenden Teil beginnen. Wir sind im Grunde genommen bei all unserem Suchen auf der Suche nach unserem wahren Wesen. Wir kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn, der junge Mann, der zu seinem Vater sagt, komm Vater, gib mir mein Erbe. Dein Leben bei dir zu Hause, das kann es doch nicht sein, da draußen muss es doch irgendwo liegen. Und er geht hinaus, probiert alles aus, was es im Leben auszuprobieren gibt, vergeudet sein Vermögen und erkennt, das war es nicht. Er wird zum Schweinehirt, er bekommt nicht einmal das zu essen, was die Schweine bekommen. Und da fällt ihm ein, da war doch noch etwas im Vaterhaus.
Und er beschließt, zurückzukehren. Und der Vater sieht ihn von weitem kommen. Und er sagt nicht, wärst du daheim geblieben? Ich habe das ja gleich gesagt. Nein, er umarmt ihn, gibt ihm Schuhe an die Füße, ein Kleid, einen Ring an den Finger und sagt, jetzt feiern wir ein Fest. Jetzt hat er kapiert, es ist nicht da draußen, sondern es ist in diesem Urgrund, den wir göttliches Leben nennen, den wir Leerheit nennen im Sinn. Dieses, was wir rational nicht begreifen. Dann kann er wieder hinausgehen. Und dann wird er wieder hinausgehen. Denn niemand bleibt auf dem Gipfel der Erleuchtung sitzen. Er geht wieder hinaus, weil er dort erkannt und erfahren hat, ich bin für alle, für die Gemeinschaft da. Der Mystiker Rumi hat ein wunderbares Gedicht gemacht. Wer sich selbst vergessen hat, Diebe geworden ist, ist ein Spiegel geworden. Nichts ist mehr da als das Spiegelbild des Gesichtes eines anderen. Wenn du darauf spuckst, spuckst du in dein Gesicht. Wenn du den Spiegel schlägst, schlägst du dich selbst. Und wenn du ein hässliches Gesicht im Spiegel siehst, bist du es. Und wenn du Jesus und Maria drin siehst, bist du es. Diese Liebe führt zu einer neuen Ethik. Nicht zu einer Ethik, du sollst und du musst und du darfst nicht. Es gibt ein wunderbares Wort von Sufi-Mystiker Ibn Arabi. Es gab eine Zeit, da ich meinen Nächsten ablehnte, wenn sein Glaube nicht der meine war. Mein Herz ist jetzt fähig geworden, alle Formen anzunehmen. Es ist Weide für Gazellen und Kloster für Christenmönche, Tempel für Götzenbilder und Kaaba für Pilger. Es ist Gefäß für die Tafeln der Tora und die Verse des Koran, denn meine Religion ist die Liebe. Ganz gleich, wohin die Karawane der Liebe zieht, ihr Weg ist mein Weg, der Weg meines Glaubens. Die Karawane der Liebe. Ich muss immer wiederholen, dass es uns gelingen muss, auf eine Erfahrungsebene zu kommen, wo wir gar nicht anders können, als diese Verbindung mit unseren Mitmenschen zu spüren und zu erleben. Und ethisches Verhalten sollte nicht etwas sein, was von außen auferlegt wird oder was sich der Mensch aus Angst vor Strafe selbst verordnet. Angst war schon immer ein ungeeignetes Mittel, um ethisches Verhalten zu fördern. Die Androhung von Hölle und schlechter Wiedergeburt führten den Menschen viel mehr in eine infantile Abhängigkeit und zu neurotischen Verhaltensweisen. Alles, was den Menschen in Angst und Schrecken versetzt, was ihn knebelt, seiner Freiheit beraubt, steht in Widerspruch zur allumfassenden Liebe. Diese Ethik kommt also nicht aus Vorsätzen und Willensappellen, sondern aus einer tieferen Erfahrung, die hinter unserer Ich-Struktur zu finden ist. Diese Liebe kommt aus der Einheitserfahrung, ein Menschwerdungsprozess, der uns als Spezies noch bevorsteht. Wir haben uns entwickelt aus diesem prähumaniden Vorbewusstsein bis ins Mentale. Wir werden uns weiterentwickeln. Wir sollten verstehen, dass wir auf diesem Weg sind in eine neue Erfahrungsebene als Spezies, sollten offen sein dafür. Liebe ist etwas, was sich rational nicht erklären lässt, weil es weit über die körperliche und seelische Struktur des Menschen hinausgeht. Es ist jene metaphysische Sehnsucht, jene Urkraft, die zur Ich-Entgrenzung führt, wie der junge Mann, der erst hinausläuft, draußen sein Heil und das Leben sucht und plötzlich erkennt, nein, es ist ja auf einer ganz anderen Ebene. Du musst wiedergeboren werden, sagt Jesus. Du musst in diese neue Ebene hineingeboren werden. Die Liebe ist es, die uns als Spezies aus der Misere, in die wir uns hineinchauffiert haben, herausheben kann.